Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen an diesem wunderschönen, aber eiskalten Dienstagmorgen hier in Köln zu einem kleinen, zwischengeschobenen Vergleichsvideo. Und zwar ist es so, dass mein Zuschauer Imperio 112, Grüße gehen raus, mich gebeten hat, doch mal einen Vergleich anzustellen zwischen der Track-Aufzeichnung über Komoot und über den Steinzeitknochen Garmin Oregon 600 oder 700. 600. So, auf jeden Fall zeichne ich mit Komoot mit Hilfe des neuen S22 in der Basisversion auf. Und da werden wir gleich einfach mal zu Hause gucken, die Daten auslesen, auf Komoot vergleichen. Vorher werde ich noch einen Screenshot anfertigen von den Daten hier und auch einen Screenshot von hier. Und dann werden wir das Ganze eben uns mal anschauen. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für die Idee, denn ich habe mit Komoot die Komoot-App noch niemals zur Aufzeichnung meiner Wanderung benutzt. Und vielleicht ist das ja jetzt mal Grund, sich noch ein Stück weiter von Garmin zu entfernen. Aber da ist noch zu früh, um was zu sagen. Wird auf jeden Fall spannend. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zu Hause wieder zum Auslesen der Daten. Herzlich willkommen zurück. Die Frühstücksrunde ist ideal gelaufen, könnte gar nicht besser sein. So, ich habe schon die gesamten Daten hier vom Garmin-Gerät importiert und auf Komoot hochgeladen. Und zuallererst würde ich vorschlagen, dass wir uns mal das Foto anschauen vom Display, was das Garmin-Gerät angezeigt hat. Ja, und hier sehen wir 12,54 Kilometer mit 72 Höhenmetern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit in Fahrt von 8 km/h und Gesamtdurchschnitt von 7,9. War ich richtig zügig heute Morgen unterwegs, war auch super Wetter, ne? Und wenn das Wetter und die Stimmung stimmt, dann ist man auch zu viel besseren Leistung imstande. Das Ganze hat gedauert 1 Stunde 34. So, jetzt gehen wir weiter hier, nächsten Screenshot. Hier, das habe ich genannt, Testrunde Komoot. Das bedeutet, was ihr hier seht an Daten, ist das, was ich mit dem Handy aufgezeichnet habe und dann eben vom Rechner aus, von der Desktop-Version, ein Screenshot gemacht habe. Was haben wir hier? 12,1 Kilometer Gesamtstrecke, 7,7 km/h im Durchschnitt und 140 Meter Höhendifferenz, beziehungsweise 140 Meter ging es hoch insgesamt und 140 Meter runter. So, als nächstes hätten wir dann das Tourenprofil. Das ist hier, glaube ich, das Höhenprofil. Das ist das Höhenprofil, das ist relativ uninteressant. Hier in Köln, ne, alles flach. Was aber interessant ist, es gibt immer wieder solche Ausreißer hier im Geschwindigkeitsprofil und der liegt hier bei über 36 km/h. Das liegt meiner Ansicht nach daran, dass man schon mal schlechten Satellitenempfang hat oder vielleicht, es könnte auch sein, dass ich da zu der Zeit das Handy mal aus dem Rucksack rausgeholt habe und durch die nach vorne Bewegung, vielleicht war das so schnell, ich weiß es nicht, dass man hier solche Ausreißer hat. Über die Gesamtstrecke gemittelt glaube ich aber nicht, dass solche Ausreißer wirklich stark das Ergebnis verfälschen werden. Nächsten Screenshot. Das ist dann Testrunde Garmin. Das ist das, was ich mit dem Garmin-Gerät aufgezeichnet habe und dann auf Komoot hochgeladen habe. Ja, und da sehen wir 12,3 Kilometer. Schon ein bisschen mehr als über Komoot, Durchschnittsgeschwindigkeit etwas niedriger und was auffällt massiv, die Höhenmeter sehr, sehr viel weniger. So, jetzt schauen wir uns hier mal das Tourenprofil an. Ja, und hier sehen wir auch, gut, weil die Ausreißer nicht so groß waren, ist das hier ein bisschen weiter gestretched. Auf jeden Fall haben wir hier Ausreißer von maximal 14 km/h, aber etwas häufiger, wie wir sehen. Ja. Das könnte vielleicht wieder daran liegen, dass Garmin ausschließlich auf GPS angewiesen ist, wohin vielleicht die Aufzeichnung über Handy auch auf Daten vom Internet zurückgreift und deswegen solche Ausreißer vielleicht nicht so stark zustande kommen. Das könnt ihr mir mal schreiben, wie genau die Systeme arbeiten, Komoot auf dem Handy und Garmin. Genau, das wäre das hier. Ja, und das habe ich noch vorbereitet. Genau, eine Zusammenfassung. Wie sehen wir das jetzt? Komoot. Oder sagen wir so, genau, das ist Komoot, darunter ist Garmin, was Garmin aufgezeichnet hat und von mir auf Komoot hochgeladen wurde. Und Garmin Display ist eben das, was mir das Display von Garmin angezeigt hat. Und da kann man sich jetzt natürlich ein viel besseres Bild machen.
Die Distanz Garmin Display ist hier am höchsten, aber mit Maximaldifferenz zu Komoot-Aufzeichnung von 440 Metern kann man, denke ich, auf die Distanz auch vernachlässigen. Dann Durchschnittsgeschwindigkeit in kmh liegt bei Garmin Display am höchsten mit 7,9, Komoot 7,7. Dann die Höhendifferenz, auch ziemlich starker Unterschied hier, fast 100% im Vergleich zur Komoot-Aufzeichnung. Ja, das wäre das hier so. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, das passt schon alles irgendwie zueinander. Jetzt wirklich gravierende Differenzen auf der Strecke würde ich da jetzt nicht unterstellen. Wenn die Strecken länger werden, werden sich natürlich diese Differenzen auch aufsummieren. Ich vermute aber, dass das einfach linear sich fortsetzt und nicht irgendwie quadratisch oder exponentiell oder sowas. Ja, was jetzt hier genauer ist, auf was man vertrauen sollte, Leute, keine Ahnung. Ich finde es halt wichtig, dass man immer das Gleiche auf das gleiche System setzt, um seine eigenen Leistungen vergleichbar machen zu können. Wenn man sich mit anderen, mit den Leistungen anderer Leute vergleichen möchte, wird es natürlich schwierig. Da muss man gucken, welches Gerät haben die benutzt, ob jetzt bei Garmin intern zu den verschiedenen Modellen auch nochmal Differenzen auftreten können, weiß ich nicht. Ich habe aber schon mehrfach von euch Zuschauern gehört, dass Garmin doch immer noch am genauesten aufzeichnet, weil es wohl mit die besten GPS-Empfänger hat. Nicht umsonst ist Garmin ja auch in der Flugzeugtechnik, glaube ich, ganz groß mit dabei. Aber wie gesagt, da kann ich mir kein wirkliches objektives Urteil darüber erlauben. Fest steht für mich, dass die Differenzen nicht wirklich groß sind. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft weiterhin auf das Garmin-Gerät setzen, weil ich mich damit auskenne, mich damit zu Hause fühle und so weiter. Und ich es einfach schön finde, immer hier hingreifen zu können. Das ist so ein ständiger Begleiter auf meinen Wanderungen, fast schon so eine Art Talisman, auch wenn er mich oft in den Wahnsinn treibt. Gut, da schweifen wir schon wieder ab. Das war auf jeden Fall Thema dieses Videos. Lieber Imperio 112, vielen Dank für deine inspirierende Idee. Ich fand das auch sehr interessant. So ohne deinen Kommentar hätte ich das nie getan. Und ja, damit sind wir jetzt auch raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.